Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, zweite Lesung, Gesetzentwurf Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Hessischen Enteignungsgesetzes. Berichterstattung hat hier auch der Kollege Bauer, 203640 zu 203459. Bitte schön, Kollege Bauer. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung und der Bericht aus dem Innenausschuss zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung. Die Beschlussempfehlung lautet, der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE gegen die AfD. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen gewesen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer.